Ich wenn ich sage, auf 300 Grad geradeaus gehen, geht das nicht durcheinander. Ja, okay. 300 kann oder 340 drehen? Zweischenkliger Keil. 340, sagen wir mal 340. Na, mal gespannt. Woher soll ich Abmarsch! Wenn man meinen Kompass aufmachen? Oh, Abmarsch, Abmarsch. Na, Dido, drück doch mal Position 1, da hast du kein DAGM mitgenommen. Zuerst, also nö, alle. Ich nicht gesagt, dass ich das alle soll. Ah, so langsam. Ist egal. Dido, geh hinterher. Wir gehen zuletzt. Und folgen den einfach. Er hat doch gesagt, das alle. Das war nicht Sebastian. Dann nicht. Wo ist denn Möhre? Da zwei laufen oder was? Ich hab den keinen Befehl. Guck auf dein Radar. Ich sehe es ja, nicht. Ja, ey, die hören alle gar nicht auf mich hier, du. Sebastian? Hab ich ja. Drei soll zwei folgen, oder? Drei soll zwei folgen, genau. Jupp, das gehört. Das kam Berliner. Übrigens nicht über Funk bei mir an. Ich weiß auch nicht. Ich bin zwei, du musst mir folgen. So, da steht Predi noch rum. Bleib an deinem Team dran. Ein Stau oder was? Ja. Seht ihr, und deswegen machen wir eine Linie und keine Reihe. Oh. Da bummst was. Alles. Mann. Weiterhin wachsam bleiben. Ja. Die werden das schon machen da vorne. Echt mal, ne? So höre ich ja eigentlich einige so laut im Teamspeak und andere wieder nicht. Das liegt an den ihren Mikrofon. So, wir gehen mal hier auf die linke Seite. Also wenn ihr das schon nicht macht, die rückwärtigen Raum abdecken, ja, dann muss ich das wohl ab und zu mal machen. Wo sind wir denn überhaupt? 35. Sind ja eigentlich noch nicht weit oben, ne? Wir müssen ja eigentlich noch richtig nach oben. Aber die Black, der Flugplatz liegt rechts von uns. Und das auch noch, ja. Ja, obwohl die Grafikkarte macht das auch. An alle Squad Lead, an alle Teams. Aufteilung, Feindkontakt. Links ab. Jawohl. Eins in die Mitte, zwei links, drei rechts. Abdecken, ja. Wir sind eins, ne? Ja, ich habe aber jetzt trotzdem nicht verstanden, weil er. Eins in die Mitte, zwei links, drei rechts. Er sollte es aber über Punkt sagen. Gottlied an alle. Bei Feindkontakt nimmt 1 die Mitte, 2 links, 3 rechts. Kam wieder nicht an, aber gut. Mach schon Gamme, wieder? Seite das weg, kann doch nicht sein. Elis, Möhre genauso. Gottlied an alle. Hört ihr mich jetzt? Positiv. Bei Feindkontakt ist 1 in der Mitte, 2 links. Ach, mal dann gib du das mal durch, ey. Ich glaube, wir müssen weiter links rüber, Kani, ne? Bei Feindkontakt, eins die Mitte decken, nach vorne, zwei links, drei rechts. Bei Feindkontakt,
bei Feinkontakt, genau. Ja, aber wir nach vorne decken und wenn wir nicht in der Mitte sind, ne? Genau. Ja, wir sind eins. Es müsste sich eigentlich 2 und 3 sich von uns positionieren. Ja, 2 müsste recht von uns, ne? Kuckuck. Wir sind links von uns. Moment. Okay. Bin in Rufreichweite. Okay, Mila, pass auf der linken Seite. Ein wenig verteilen, ja, das dass wir durch eine Granate alle welche umkommen. Der Sniper ein bisschen höher, ne? Die Entfernung. Mhm. So, lasst uns mal ein bisschen vorrücken und mal locken, ob wir da irgendwas erkennen können. Teil der Landebahn kann ich sehen. Die Entfernung wird gerade gelesen. Ja, Marschrichtung. So. Ja. Und Bäume, ja. Genau, Add-on. Viel Wasser. Warte, ich muss wahrscheinlich die Waffe wechseln. Genau, nördlich. So weit kannst du nicht mal hinter Vorsicht schon. Okay, verstanden. Ich sehe die ersten Feinde am Hangar, da ist ein. Okay, ich sehe da den Hubschrauber. Haben wir irgendwelche Informationen, welchen Hubschrauber wir klauen müssen? Ich sehe da schon mal 2. 65 Meter ungefähr. Okay. Guido, bleib halt bitte deine Position. Entfernung, genau, 565 Meter. Und look du jetzt mal am besten, leg dich hin und schieß das ja nicht entdeckt. Unten ist noch ein Lindenberg zu sehen. Einmal auf 363 Grad läuft eine Patrouille. 336 Grad. Okay. Noch mal ja. 640 Meter. Auf dem Turm sind 2 feindliche Individuen. Empfehle Scharfschützeneinsatz. Bestätige die Kontakte vom Angriff. Hat Scharfschütze schallgedämpft? So. Unser Spot ist keiner drin, soweit ich weiß, Spot 3. Da unten steht ein 3, bitte melden. Addorte das die einzigen Feinde, du bist jetzt. Squad Lead ja, an 3, bitte melden. Ich ein bisschen weiter hier rechts rüber, dann kann ich die andere Seite noch ein bisschen. Also bisher sehe ich 2 Leute vor dem Hangar liegen, das kann auch woanders mehr sein. Das sind. Kommt da bei denen hier nicht an oder was? Hubschrauber sehe ich einstehen und 2 davor. Oder ist der eine da tot? Gottlieb an 3, bitte melden. Gottlieb. What? 3 hört. Habt ihr Scharfschützen? Mit Ja, positiv. Ne, das habe ich wieder nicht mitgekriegt. Siehst du irgendwas? Positiv! Ich bin noch am Scannen. Gottlieb verstanden. Guido, bleibst du bei mir? Mila ist 2, ne? Scharfschützen bitte auf Alpha 2 Position vorrücken und Ziele geben lassen für Leute auf Turm. Boah, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Warum funktioniert denn das nicht? Das ist ein, Du kommst hier so nah drüber, ist egal. Du als Sniper solltest auf Position Alpha 2 vorrücken. Wovon das ist? Denke mal bei Alpha 2. Ihr habt Scharfschützen, ne? Ja. Geht bitte auf die linke Seite, geht zu Mila, der sagt euch, wo die Leute auf den Türmen sitzen. Okay. Nur der Scharfschütze, ne? Ja. Gut. Will ich verliere meinen besten Mann. Ihr deckt hier bitte die rechte Seite weiter, ja. Ja, verstanden. Ja, Leute, habt ihr die Leute da hinten, die Feinde, noch nicht auf der Landebahn gesehen? Die muss ich echt nochmal umbelegen. Ich stehe jedes Mal auf. Oh ja, das muss das Shift-X nehmen. Also dann normal ist das. Sollte vielleicht mal meine Sicht hochstellen. Ja, aber dann Shift-V. Na doch, 4 Stück. Ja, alles klar. Bitte im Auge behalten, ja. Ja, verstanden. Ja, ist kein Problem. Na gut. Alpha 1 an Squad Lead. Wissen wir genau, welchen Heli wir klauen sollen?
Information ist ein kleiner Heli. Die laufen jetzt schnell weiter. Kleiner. Ja. So, ja, ich hab den von dir auch gemacht. Edward, komm mal bitte ja. auf meine Position. Genau auf. Ich weiß nicht. 20 Grad, läuft gerade schnell übers Flugfeld. Eine 4-Mann-Patrouille. Warte, ich rob mich rechts von deiner Position. Wir müssen eben aufpassen, wir verlieren gleich den Sprechkontakt zu Dido. Ja, ich sag mal, kurz aufrücken soll. Und natürlich stehe ich wieder auf. Dido, bitte aufrücken, bitte aber kriechend. Hier unten bei dem Barang ist noch nichts zu sehen. Da stehen immer ein Haufen Autos. Okay, die Patrouille ist bestätigt, 4 Mann. Und da ist auch ein Heli. Es sind mehrere Helis. Es wurde gesagt, ein kleiner Heli. Ja, dann wird das ja irgendwie hier so eine. Wie, du hast den Listen? Ein Dinger noch. Okay, die 4 Leute sehe ich auch. Die Entfernung, ich kann dir die Entfernung durchgeben, warte. Die brauche ich jetzt gerade nicht, kleinen Moment. Na, laut ich wollte mich jetzt eigentlich hier. Nach der Ausrüstung will ich sagen, dass das Amis sind. Oh, nur robbt ihr nie meinen Weg. Ich dachte, weil hier unten. Ach, Entschuldigung. Fahrzeuge stehen. Da sind sogar Tode. Lead an 2, habt ihr dem Scharfschützen die Position gegeben der Leute, dann Feuer frei. Ja, Scharfschütze wurde informiert und bombardiert gerade dieses Gebiet. Ihr seht doch hier diesen leichten Steinhaufen. Ja, verstanden. Ihr geht aber bitte in Deckung. Nee, das ist auf der Landebahn, ist das nicht ein Deckung? Ich guck jetzt mal in Entfernungsfassung mit. Welchen hast du denn mit? Night 21, normal, ja, ich muss mal eben gucken. Dass... Ah, okay, da unten ist das denn auch ein Entfernungsmesser? Ja. 345 Meter und zwar vor der A10. Vor der A10, ja, hab ich auch. Auf 7 Grad. 345 Meter. Scheiße, wir hätten das doch machen sollen. Und mit der Waffe, also, die du hast, komm ich jetzt nicht klar. Weil also, ich kann meine PSO auf 400 Meter stellen, ist kein Problem, ne? Nee, das geht mir dazu. Hier oben ist eine recht gute Position für einen MG-Schützen. Ja. Ich kann aber schlecht hier oben bleiben und euch. Lied an 2. Wenn Scharfschütze einsatzbereit, dann Feuer frei. Ich weiß nicht, ob wir unten zu dem Baracken. Feuer frei für den Scharfschützen. Scharfschütze nicht in Luftreichweite. Hier vorne ist noch ein kleines Camp, ne? Hast du das gesehen? Ja, ich hab auch gerade Frau 3, könntet ihr bitte euren Scharfschützen informieren? Wieder auf unsere Position zu kommen. Er hat Feuerfreigabe auf dem Turm. Müsst ihr die kleinen Gebäude sehen hier vor uns direkt. Da steht auch ein Kran davor. Da ist die Mauer im Weg. Ja, da hat irgendjemand ein Entfernungsmesser dabei. Ja, ich habe einen dabei. Muss ich dahin? Was ist mit dem kleinen Camp hier unten? Ne? Wo sind die denn überhaupt? Alpha 1 hat auch einen mit. Alles klar. Kani, schickst du bitte den Jungen mit dem Dings, mit dem Entfernungsmesser nach links zu Mila? Hab ich verstanden. Genau, Addon, hast du verstanden? Gehst du mal ja. bitte Mila. Wie weit links, ist denn der da unten links entfernt? Links heißt... Ist jetzt egal. Links heißt Westen, ja? Echt? Wenn ich jetzt, ja... Zu Mila. Also hier unten bei den Baracken ist sauber. So wie es jetzt aussieht zumindest. So, wo ist denn der Mila? Welchen Funkkanal hat Mila? Zwei. Dido, siehst du die Patrouille gerade hier auf 340? Dido, du hattest gerade gefragt, welche Entfernung. Ja. Ja, das hat sich gerade erledigt, die Entfernung kriegen wir gleich, sobald Edon wieder bei uns ist. Ja, ich habe auch einen dabei, ja, also... Vier. Patrouille, die geht gerade da auf die Piste, ne? Und vor diese kleine Hütte oder Baracke, was das ist, steht auch noch einer. Ja, den meine ich ja, den habe ich ja die ganze Zeit im Visier. Ich weiß nicht, wie weit der weg ist. 200, 300, 300. 250.
Die jetzt da auf der Dings laufen, ja, meint er? Nein, nee. nein. Der da unten vorm Haus steht. Unten vorm Haus, unten vorm Haus. Wo bist du, Sebastian? Hier unten das Gebäude da. Drück mal auf meine Posi vor, da kannst du ihn sehen. Oder, nee, Dido kann ihn ja eigentlich auch sehen. Wie weit ist denn das unten, dieses Gebäude hier vorne? Wie weit ist denn das entfernt? Sebastian, auf 340 Grad siehst du eine Laterne, richtig? Ja, ja. Und unter der Laterne steht ein Haus. Ja. Davor. Das Haus, die, davor steht auch einer. Jo. Alles klar. Also einfach nur die Entfernung zum Haus sagen, das reicht schon. Danke. Bitte. Die Patrouille läuft auf jeden Fall hinten wieder raus. 295 Meter. Jupp, danke. 395. 295. Ach, 200. Trotzdem in Schussreichweite, die könnte ich jetzt so wegrotzen. Ja, du, ich auch. Also ich würde hier unten. Wer nicht? So, ich wieder Sebastian, wie ist das eigentlich? Wir haben noch zwei Schütze, ne? Das Feuer bereit, eröffnet jetzt das Feuer. Ja. Wer schießt denn da? Ja, die Sniper. Der Sniper hat Feuer frei. Für die Ziele auf den Türmen. Der haben sich hingelegt nur. Kani, ich komm wieder zu euch, direkt hinter euch. Bin rechts. Ja. Der unten am Haus hat die Waffe erhoben, legt sich hin. Ja, und zielt. Ich schalte ihn aus. Ja. Kani? Ist down. Die hinten gegenüberliegend von der Piste, die kommt zurück. Sebastian, habe ich die Erlaubnis, die Leute auf dem Tower zu beschießen, oder? Weil die kriegen an alle nicht down. Feuer frei, freie Zielwahl. Okay, Kani, ich bin links von dir. Also der Sniper sollte nochmal üben. Der hat auf dem Tower gehalten, die hat er da erwischt. Schack, ich bin getroffen. Oh, lass uns mal zurückgehen. Liedschiff Nummer 3. Ich muss, ach ja, beim Bluetooth stehst du ja auch auf. Bleib ist uns gestattet, ich muss zurück. Da liegt ja noch ein Scorpion. Ich kann angekommen, wiederholen. Ja, haben wir überhaupt Medic? Ist es uns erlaubt, über die rechte Flanke vorzubrechen? Oh. Ja, kannst du liegen bleiben. Du stehst ihr doch seid auf, zu zweit nur, würde ich nicht empfehlen. Ja, verstanden. Hazel, die schießen hier schon hoch. Aber wer schießt denn? Wo sind die denn, die Kerle? Sag mir doch mal eben die Richtung. Ah, ich sehe was, ja. Im Norden müssten auch welche sein. Negativ. Brauche ich jetzt auch noch Drogen oder? Alter, wo haben die mich da getroffen? Ja, du lagst ziemlich weit vorne. Oh, freie Zielwahl auf dem Flugfeld Richtung 5 Grad. Jo, danke. Dido und Add-on, guck mal nach, ob ihr